kommen wir zum nächsten Teil unserer Kinematik-Überlegungen. Wir haben ja in den ersten drei, glaube ich, Filmen geschaut, wie man aus diskreten Bewegungen, also hat er so genannt, das sind also Messpunkte eigentlich, wenn man aus solchen Messpunkten die Geschwindigkeit und die Beschleunigung einer Bewegung dann ausrechnen kann. Wir haben gesagt, diese Messungen können von einem Objekt stammen, das da herumfliegt, vielleicht ein Vogel oder eine Fliege im Zimmer. Und wir können von diesen Filmpunkten oder so dann ausrechnen, wie sich die Geschwindigkeit und die Beschleunigung im Laufe der Zeit verändert. Wir haben auch gesagt, wenn die Bewegung eindimensional ist, dann können wir diese Geschwindigkeit zum Beispiel ausrechnen, indem wir den Streckenabschnitt, der zurückgelegt wird, dividieren durch die Zeit, die dafür verwendet wird, dass wir dies also auch im Ort-Zeit-Diagramm dann als Steigung Delta Y oder Delta X durch Delta T in dem Fall interpretieren können. Und die Steigung oder die Ableitung, oder wie man das auch nennt in der Mathematik, ist etwas, was man ja in der Differentialrechnung, in der Infinitesimalrechnung der Mathematik lernt. Und ich möchte im nächsten Teil jetzt eigentlich zeigen, wie man diese Ableitungsregeln verwenden kann, um Bewegungen zu analysieren, die nicht mehr einfach als Messpunkte vorliegen, sondern Bewegungen, deren Ablauf man kennt als Funktion der Zeit, wo es eine Funktion gegeben ist. Also jetzt haben wir nicht mehr nur einfach Messpunkte, sondern wir haben jetzt eine Vorschrift, wie man die Zeit umrechnet in eine Koordinate. Das gibt dann hier im Ort-Zeit-Diagramm eine Kurve, nicht wahr? Und diese Kurve können wir dann benutzen, um, wenn die Kurve analytisch vorliegt, können wir dann benutzen, um Steigungen zum Beispiel zu berechnen durch die Regeln der Ableitung der Differentialrechnung. Das wird also eine interessante Sache sein. Wir wollen das dann für drei Bewegungen uns anschauen. Und ich beginne bereits jetzt mit einer Bewegung, die nicht ganz trivial ist, nämlich mit der Bewegung einer Schwingung, also eine Federschwingung, eine Masse an einer Feder, die so hoch und runter schwingt, und wir wollen annehmen, dass wir die Schwingungsbewegung, also diese Ortszeitfunktion, genau kennen. Und dann schauen wir, wie wir daraus Geschwindigkeit und Beschleunigung berechnen können. Wir hatten ja etwas Ähnliches in den Übungen vorher, wo wir den Trampolinspringer hatten, aber dort war ja eigentlich die Schwerkraft noch im Spiel und wir hatten dort das Trampolin, das dann nur nach unten gespannt wird. Jetzt wollen wir eine Feder nehmen, die also in beiden Richtungen gestreckt und gestaucht werden kann und dann die Schwingung auf diese Art steuert. Die Bewegung wollen wir in Y-Richtung machen, das ist so üblich bei den Schwingungen, also in meinem Unterricht, und die Zeit läuft dann quasi einfach künstlich mit, um dann eine Schwingungskurve zu erzeugen. Also wir sind im Moment noch eindimensional. Wenn wir da also jetzt eine Achse Y nehmen und die Nulllage der Schwingung vielleicht hier ist, dann können wir jetzt annehmen, dass diese Schwingung hier hoch und runter geht, bis zu einer Amplitude A. Die ist vielleicht jetzt größer als 1, da wäre vielleicht 1, wenn wir da Meter haben. Und die Schwingung selbst, die läuft, wie gesagt, hier so hoch und runter. Die Nulllage ist die Symmetrielage und nach unten geht es auch in Richtung minus A dann. Und wenn wir jetzt diese Schwingung, die also eindimensional stattfindet, dann auch als Funktion der Zeit so ziehen, wenn ich das quasi das Papier unter der Schwingung weg durchziehe, dann sieht das dann vielleicht so aus, da mache ich dann eine Zeitachse. Dann geht hier diese Schwingung da irgendwie los. Sieht ungefähr so aus. Dieses Y von T ist also eine Funktion, die Zeit in Sekunden, nicht wahr? Dieses Y von T ist eine Funktion, die das wie ein Sinus oder ein Cosinus schwingt. Wir haben jetzt bei 0 gestartet, also wäre das ein Sinus. Und ein Sinus ist ja zunächst mal eine Funktion, die von einem Winkel abhängig ist. Wir haben aber hier keinen Winkel, wir haben eine Zeit. Das heißt, wir müssen uns kurz überlegen, wie man dann diese Zeit in den Winkel umrechnet. Das machen wir dann gleich nachher. Weiter können wir also schreiben, das ist eine Sinusfunktion. Und der Sinus geht ja normalerweise nur bis 1. Wir wollen aber jetzt, dass der Sinus bis a hochschwingt. Das heißt, wir müssen hier mit a multiplizieren. A mal Sinus. Und jetzt steht eben hier ein Winkel. Phi schreibt man meistens dazu, der mit der Zeit sich vergrößert. Das ist nicht ein konstanter Winkel, sonst hätte ich einfach eine Zahl hier, sondern es ist ein Winkel, der im Laufe der Zeit immer größer wird.
Und bei diesen regelmäßigen Schwingungen kann man, kann man dann sagen, dass dieser Winkel im Laufe der Zeit sich regelmäßig öffnet. Der Zusammenhang zwischen dem Winkel und der Zeit ist einfach eine solche Multiplikation mit der Winkelgeschwindigkeit. Wir werden später noch die Kreisbewegung anschauen. Dort wird dann die Winkelgeschwindigkeit noch etwas klarer, etwas sorgfältiger erklärt. Aber wir können einfach sagen, wenn da ein Winkel aufgeht im Laufe der Zeit und die Geschwindigkeit, mit der Winkel sich öffnet, konstant ist, da ist der Winkel phi gerade die Winkelgeschwindigkeit mal die Zeit, die man da abgewartet hat. Das öffnet sich hier also regelmäßig und der Winkel steigt mit dieser Geschwindigkeit. Also das können wir hier einsetzen und erhalten dann also als y von t, schreibe es nochmals hin, a, die Amplitude, mal das Sinus von Omega mal t. Omega ist eine Zahl, die also abhängig ist davon, wie schnell die Schwingung abläuft. Sie hat die Einheit Rad pro Sekunde. Wir geben den Winkel in der Physik ja meistens, in der Mathematik meistens in Bogenmaß an, also Rad pro Sekunde und dann mal Sekunden wieder, das gibt dann nur noch ein Winkelrad. Ich lasse es mal so mit Buchstaben, wir können dann am Schluss noch Zahlen einsetzen, um zu sehen, wie das konkret dann aussehen kann. Also A ist eigentlich eine Zahl, zum Beispiel 2 Meter, Omega ist eine Zahl, zum Beispiel 5 Rad pro Sekunde und T und Y sind die Größen, die sich ändern, T ist die Variable, Y ist der Funktionswert. So, jetzt wollen wir ja die Geschwindigkeit, das heißt wir wollen das V ausrechnen. Wir haben gesagt in einem früheren Video, dass V die Geschwindigkeit Strecke pro Zeit ist oder etwas schöner gesagt die Änderung der Strecke, der zurückgelegte Weg durch die dafür benötigte Zeit, Delta S durch Delta T. Das heißt wir können jetzt hier das V von T berechnen mit den Regeln der Ableitung. Ableiten heißt, ich muss diese Funktion jetzt nach t, nach der Zeit ableiten. Und wie gesagt, das lernt man in der Mathematik, wie das geht. Und wir erhalten dann auch eine Kurve, die wir dann sofort auch identifizieren können mit dem, was wir am Anfang gesagt haben, nämlich wo man dann die Steigungen dieser ursprünglichen Bewegung als Funktionswerte hier abtragen kann. Nun, in der Mathematik lernt man, dass der Sinus abgeleitet der Cosinus wird, dass das a hier als Faktor bleibt. Cosinus vom gleichen Winkel und dann müssen wir auch nach der Zeit ableiten, das heißt wir haben dann hier diese innere Ableitung noch zu beachten, nämlich es gibt dann mal Omega. Omega mal T nach der Zeit abgeleitet, es gibt dann nachher noch ein Omega. Das wäre also das Y', die Ableitung, Y-Punkt sagt man manchmal dazu und gibt direkt die Geschwindigkeit. Jetzt ein Cosinus, der fängt ja bei 1 an. Das heißt, wir haben hier jetzt irgendeinen Wert 1 multipliziert mit a mal Omega. Das heißt, wir sind hier eigentlich beim Wert a mal Omega. Und das soll eben ein Cosinus sein, der mit der gleichen Geschwindigkeit, aus der gleichen Winkelgeschwindigkeit wie der Sinus läuft. Das heißt, quasi 90 Grad haben wir dann auch hier. Das sind die gleichen Punkte hier. So, also der Cosinus geht dann hier runter. Wird dann hier minimal mit der gleichen Amplitude im Minusbereich, dann hier wieder 0, dann hier wieder positiv an der Stelle und dann hier wieder 0, negativ etc. Wir können rasch überprüfen, ob das Sinn macht. Wenn wir hier schauen am Anfang, da ist ja die Auslenkung 0, das heißt wir sind hier beim Nullpunkt, aber die Geschwindigkeit ist nicht 0, da geht er ja mit der schönen Geschwindigkeit durch 0 durch, überall hier. Das heißt, die Geschwindigkeit ist dann groß. An der Stelle hier steht dann die Schwingung oben an, es steht kurz still. Das heißt, die Geschwindigkeit ist 0, das stimmt auch. Wenn er dann wieder retour durch die Nulllage durchschwingt, dann haben wir hier eine große Geschwindigkeit, aber in der Gegenrichtung, also minus Richtung minus y. Das wäre dieser Punkt, das stimmt auch. Hier sind wir wieder unten im Stillstand, ist alles korrekt. Die maximale Geschwindigkeit a mal Omega
ist also jetzt eine Größe, die muss zu tun haben mit Meter pro Sekunde. Also das V wird in Einheiten Meter pro Sekunde gemessen. Und A ist ja Meter und Omega ist die Winkelgeschwindigkeit, das ist pro Sekunde. Omega, übrigens, wenn man das vergleicht mit der Periodendauer, die ja hier, das ist die Dauer einer kompletten Schwingung, da kann man sagen, dass Omega ist gerade 2π durch diese Periodendauer. Also 2π ist die komplette Umdrehung und die Periodendauer ist die Zeit, die man dafür braucht. Also haben wir hier wirklich als Einheit A mal Omega, die Einheit ist dann hier wirklich Meter mal Rad pro Sekunde. Das Rad ist ja nur ein Zeichen, ist keine Einheit, also Meter pro Sekunde. Gut, und jetzt kommen wir zum letzten Schritt. Wir haben auch früher gesagt, dass die zweite Ableitung dann die Beschleunigung gibt. Mal schauen, ob ich das Blatt gerade noch finde. Ja, da. Schau das hier. Beschleunigung ist dann die Geschwindigkeitsänderung pro Zeit, also wiederum eine Ableitung, wo wir eine Steigung berechnen müssen. Wir können somit genauso wie vorher bei der Berechnung der Geschwindigkeit auch wieder eine Ableitung ins Spiel bringen. Also die Cosinus-Funktion dann ein weiteres Mal ableiten. Wenn ich jetzt die Beschleunigung darunter zeichne, so, wiederum die Zeitachse t, hier also a, dann in Meter pro Sekunde im Quadrat, die Zeit in Sekunden. Da können wir sagen, dass die Beschleunigung, also jetzt die zweite Ableitung der Ortskurve oder die erste Ableitung der Geschwindigkeitskurve ist, also a von t, ist entweder v' von t oder y2' von t. Jetzt wollen wir ja das V schon haben und nur noch einmal ableiten müssen, machen wir das damit. Wir wollen also diese Funktion jetzt nach der Zeit nochmals ableiten und erhalten dann nachher A mal Omega, das bleibt, das sind die Konstanten hier. Und dann der Cosinus wird ein Minus Sinus von Omega mal T. Und dann kommt nochmals die innere Ableitung, weil wir nach der Zeit ableiten. Wir erhalten also das hier, wenn man das ein bisschen schöner schreibt, haben wir minus a mal Omega Quadrat mal der Sinus von Omega mal t. Also ein negativer Sinus. Die Einheit ist wirklich Meter und das ist durch Sekunden im Quadrat. Omega ist ja pro Sekunde. Das heißt, die Einheit stimmt. Es gibt wiederum einen Sinus, aber mit dem negativen Vorzeichen. Also wir können diesen Sinus hier von oben übernehmen und negativ zeichnen. Machen das einfach mal. Dann kommen wir hier bei den gleichen Nullstellen wie der ursprüngliche Sinus auf eine Minuskurve. So irgendwie. Vielleicht noch eine. So, da sind wir wieder bei der Schwingungsdauer groß T. Die Amplitude ist jetzt hier A mal Omega im Quadrat. Also die maximale Beschleunigung ist offenbar so groß. Genauso wie die maximale Geschwindigkeit so groß war. Und auch hier kurz überlegen, ob das Sinn macht. Wir überlegen uns das anhand der normalen Schwingung. Stellen Sie sich vor, Sie sind auf seiner Schwingung mit drauf, Sie spüren dabei die Beschleunigungen, das ist das, was Ihnen quasi die Kopfhaut wegzieht. Also dieses Hoch und Runter, dass die Kräfte, die Sie spüren, hängen immer mit den Beschleunigungen zusammen. Wenn Sie jetzt hier zum Beispiel durch die Nulllage durchgehen, dann sind Sie im Moment ohne weitere Kraft. Das heißt, die Kraft ist und die Beschleunigung ist dann da Null. Wenn Sie aber oben sind, dann werden Sie von der Feder quasi nach unten gedrückt. Da die Masse wäre an der Feder, stellen Sie sich mal vor, Sie sind da. Sind Sie, das ist eine Feder. Keine Schwerkraft, nur einfach diese Feder, die da stößt und drückt und zieht. Also wenn Sie oben sind, dann drückt Sie die Feder nach unten, das heißt, Sie werden nach unten beschleunigt, Richtung negative Y-Werte, das heißt starke Beschleunigung. Dann hier bei der Nulllage sind Sie wieder quasi ohne Kraft, Sie sausen da
ohne weitere Federeinwirkung einfach durch mit konstanter Geschwindigkeit. Deshalb ist die Beschleunigung 0. Unten werden sie nach oben beschleunigt. Da spüren sie, wie dann die Feder sie nach oben drückt. Also an der untersten Stelle ist die Beschleunigung am größten, und zwar positiv, nach oben und dann wieder 0. Diese ganze Sache nennt man also harmonische Schwingung, Sinusschwingung. Und wir haben das jetzt nur kinematisch angeschaut, also die Bewegung quasi analysiert. Wir werden im Kapitel Dynamik später sehen, was die Kraft genau bedeutet, dieser Feder, und danach diese Schwingung verstehen. Also verstehen, warum so eine Kurve rauskommen muss, wenn die Feder eine sogenannte Hooke'sche Feder ist. Das kommt dann in einem der folgenden Kapitel beim Thema Dynamik dran, wo also Kräfte ins Spiel kommen, nicht mehr nur Bewegungen analysiert werden. Wir wollen im nächsten Video dann Kreisbewegungen anschauen. Da findet diese Schwingung quasi in zwei Dimensionen statt, und dann sieht man auch ein bisschen besser, wie da die Vektorschreibweise mit hineinspielen kann.